Folge von Let's Play The Ghostbusters Videogame wieder. Ich bin der Stony. Bis dahin, ciao! Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghostbusters The Videogame. Hoppla, ich bin der Stony und ich geleite euch durch dieses kleine Spielchen. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Friedhof auf dem Central Park, im Central Park und haben letzte Folge so ein Türchen kaputt geschossen, denke ich mal. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. It may be possible to harness their interdimensional cranial energy source. Hey. Ich glaube, ich habe eine Schüssel gefunden. Und da öffnet sich das kleine Türchen. Und? Those fellas turned out to be pretty. This team can play, no doubt about it. Exciting and somehow risky. Na dann, auf geht's. It's Peck. Can we blast him? Just one's really hard. Nobody's gonna know. Easy, Venkman. Everything points to Peck being a pawn. I couldn't have said it better myself. It's Khmer. No, Ray. It's not. It's Evo Shandor. Shandor possessed the mayor, turned Peck on us to slow us down, and when we shut down his Mandela before he could get fully juiced, he hijacked our ghost out of the containment unit as an alternate energy source. Very good. And they say you're the slow one. Wait, what? Who says that? Everybody. What's the girl have to do with it? Taking her was necessary. To assume my own destructor form, I require blood. My blood. What about Gozer? I thought you built this all for him. I did, but he failed me. Twice. How he earned the title the Destroyer is beyond me. Anyway, I thought to myself, why worship a god when you can actually become one? Slime him. Final Boss Fight Time. Erstmal hier scannen das, Miss Vieh. Mir ist so ein Kollidierer. Erstmal hier ein paar Leute aufheben. Kommt schon, Jungs. I need. Ups.
Welcome to Ghost Town. Hey, Shandor, where's your destructor form now? Leave it in your other suit. Shandor hat sie also selbst wiederbelebt. Und hat links. Okay. Oh, cause someone's waking out of their nap. Oh no. That's very bad. The architect? That's not so scary. The contractor, that's what kills you. Peter, you don't understand. He's the architect, and he controls Ghost World. And he can come into our world. And what do architects do? Well, they dream, and they have mechanical pencils, and they forget to put in lanes. I will pave over your fields to start anew. Okay. I will fill your seas with concrete and stone. Das ist gar nicht gut. Whoa, take a break. Do you ever shut up? Yeah. No, listen. I will pierce your world with girders of steel and panes of glass. That's just mean supervillain threats, Ray. All those guys talk like that. I will crush your world on the ruins of my cities. I will smother your creation under my own. Autsch. It's using shielding. It's getting stronger. Keep it coming. Okay, das ist also die Destructor-Form. Hab's gesehen. Blasted. Don't let it power up. Don't let it recharge. Ist schon kaputt. Yeah. Ich glaube, der mag nicht mal mehr sonst Strahlers. Okay, Egon. Ich hole dich wieder. Ich weiß. Hoppala, da hat's mich gerade erwischt, aber ich lebe noch. Komm, hebt mir Winston auf, ihr seid doch näher dran als ich. Kaputt, Kleiner. Okay. Wir haben ihn gleich.
Ups, da hat mir gerade was getroffen. Ah, verdammt. Komm schon mal die scheiß Dinger kaputt. Okay. Ah, verdammt, diese blöden Totenschädel. Haben mich da wieder erwischt. Wo bist du, kleiner Mann? Komm her. Komm her, Shandor. Komm zu Papa. For breakfast? Too much, you think? No, I liked it. I've got you. Get me down from here. Please, Nuga. I'm begging you, let You're me down! Cool. This is not the last you will see of me. Ghostbusters. Hey, fellas. What are you doing here? What am I doing here? Where is here? You were the victim of a transdimensional possession, Your Honor. What's that mean? An evil ghost was walking around in your body for a few months. Whoa. Did anyone notice? Well, how's my approval rating? Well, you got reelected. By the way, you're a descendant of Shandor. Yeah, I kinda got that. What? Slimer. Pac-Man. Call Ghostbusters. Das war also das Spiel Ghostbusters The Video Game. Relativ kurz, wie ich fand, aber auch nicht schlecht gemacht. Es hat, wenn man sich so überlegt, fast die Länge eines Films. Wenn man alles zusammenschneiden würde und die ganzen Fails alles nur einwandfrei zusammenschneiden würde, hätte man, glaube ich, einen tollen Film. Die Story war wieder Ghostbusters typisch, mit sehr vielen kleinen Andeutungen und so, schwarzer Humor drin. Wunderbare Rückblenden auf, auch, auf den alten Film. Auf die ersten beiden Teile richtig, richtig nice gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Let's Play zu machen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Gebt noch ein bisschen Feedback, wie euch das Ganze so gefallen hat. Ja, also es wird wahrscheinlich nächste Woche oder so, wenn ihr das Video seht, werden wahrscheinlich die letzten Teile online kommen. Ab mit diesem hier. No, of course not. Lewis has been scouting locations, and I think we're prepared to offer a potentially lucrative Ghostbusters franchise in either Chicago, Los Angeles, or Cincinnati. I'll pick. So, are you ready to expand the Ghostbusters family on a semi-equitable basis and be your own boss? And wear a very cool uniform. Financing is available. So, Cadet, what do you say? Ja, der Kadett oder der Rookie waren wir ja, den wir gespielt haben. Wir haben auch mitgekriegt, waren es alles die Originalstimmen auch, die auch in den Filmen mitgespielt haben. Hat man gesehen, Starring, Dan Aykroyd und so weiter, die alle hier mitgewirkt haben. Schönes, schönes Spiel, nur leider war es auch das letzte Ghostbusters-Spiel. Wird, glaube ich, auch kein neues mehr kommen, denke ich. Schade eigentlich.
War jetzt auch nicht den Erfolg hatte, wie man, glaube ich, erhofft hatte, was dieses Spiel an Erfolg hätte bringen können. Es hatte ein paar kleinere nervigen, das heißt Bugs nicht, also die Steuerung war schon okay, hatte aber auch stellenweise auch ihre Schwächen gehabt. Vor allem die KI der Ghostbusters selber war nicht optimal. Selbst wenn man die Geister analysiert hatte, haben die immer noch mit ihren Protonenstrahlen drauf umgeschossen, obwohl sie doch eventuell anfälliger waren gegen andere Strahlen, die man hatte. Aber na gut. Ließ sich verschmerzen. Ich fand die Story immer sehr, sehr schön in dem Spiel. Was hat mich mal halt, wie gesagt, an die Filme erinnert. War richtig nice. So, jetzt hör mal, gucken wir uns den letzten Abspann nochmal zu Ende an. Ich quatsch jetzt nicht mehr dazwischen. So, das war jetzt auch der Abspann von The Ghostbusters, das Videospiel. Ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer zu fragen, ob es euch Spaß gemacht hat, das zu schauen, das Projekt. Weil ich fand es persönlich sehr, sehr schön, auch sehr nice umgesetzt. Und ja, bewertet auch meine Videos. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder auch einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Oder schreibt allgemein in die Kommentare rein, gebt mir Kommentare. Gebt mir Feedback bitte zu meinen Videos, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, lasst doch ein paar Ideen nochmal da, mein Kanal-Channel oder auch so unter den Videos oder via Google Plus, was ich da noch Let's Playen könnte für euch. Ich habe da schon wieder ein paar weitere Ideen, habe ich ja noch, was ich Let's Playen kann. Aber vielleicht habt ihr noch ein paar andere Ideen, was ihr mal gerne sehen wollt. Also, ich will euch auch nicht die Folge unnötig in die Länge ziehen, werde mich jetzt auch von euch verabschieden. Also bis dann, gehabt euch wohl, euer Stony. Ciao, bis zum nächsten Projekt von mir. Mal gucken, was das so sein wird. Naja, bis dann, tschüss und tschüss.